Liebe Modellbaufreunde, liebe YouTuber, herzlich willkommen auf meinem Kanal. In dieser Folge, also der dritten aus der Reihe polnischer Offizier des Repräsentationsregiment Außenhause ICM, möchte ich euch meine Vorgehensweise Step by Step vorstellen und euch zeigen, wie man mit Ölfarben realistische Gesichter bemalt. Sicherlich lassen sich auch sehr gute Ergebnisse mit Acrylfarben realisieren und es gibt auch einige Top-Hersteller wie zum Beispiel AK Colors oder Vallejo, die komplett Farbsets für diese Zwecke anbieten. Ich persönlich bevorzuge für Modellfiguren in der Größe 120 mm, also 1:16 und größer, meine alten Ölfarben, da ich mit diesen sehr gute Erfahrungen gemacht habe und meine Ergebnisse lassen sich auch sehen. Wichtig ist, dass die Ölfarben eine sehr gute Pigmentstruktur haben. Von billigen Farben sollte Abstand genommen werden, also bitte nur echte Künstlerölfarben verwenden. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt mir bitte diese in die Kommentare. Ich werde diese so bald als möglich beantworten. Ein kleiner Hinweis. Im kommenden Video, also dem vierten aus dieser Reihe, zeige ich euch nicht nur, wie ich die Uniform bemale, sondern stelle euch meine Konvertierungstabelle Revellfarben auf Vallejo zur Verfügung, erläutere euch die Abzeichen der Uniform und versorge euch mit wichtigen Tipps für ein gutes Gelingen. Also, um nichts zu verpassen, abonniert meinen Kanal. Es ist kostenlos und unverbindlich. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Und nach einem kurzen Intro geht's los. Viel Spaß!